Naturrecht und Staatsgewalt. Überlegen wir einmal, wie ist das, liebe Rechtspositivisten? Gesetz ist Gesetz. Was ist nun, wenn der Staat völlig verfassungskonform eine Gesetzesänderung vornimmt, in der er die Gesetze, die Mord, Totschlag, Raub, Vergewaltigung und alle anderen Schwerverbrechen unter Strafe stellt, ersatzlos streicht? Sprich, alle diese Dinge werden plötzlich legal. Darf der Staat das? Ja, der Staat geht sogar noch weiter. Er verfolgt alle und bestraft alle, die Mörder und Vergewaltiger davon abhalten wollen, ihre Morde und Vergewaltigungen zu begehen. Denn alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt und der Staat hat die Aufgabe, die Rechte seiner Bürger zu schützen. Wie schaut es dann damit aus? Darf er das? Also die Antwort ist klar, das darf er nicht. Es ist schon noch so, dass das Naturrecht, in dem diese Dinge eindeutig verboten sind, zumindest konzeptionell, noch da ist. Es würde wohl so etwas wie die Radbruchsche Formel greifen und theoretisch darf der Staat das nicht und so wird es auch auf den Universitäten gelehrt. Nicht gerne und man legt keinen Wert darauf, diesen Gedanken in den Köpfen der zukünftigen Juristen auch als etwas wirklich Wichtiges zu vermitteln. Aber immerhin, im Prinzip ist er da. Im Prinzip ist selbst dem österreichischen Rechtspositivisten bekannt, dass Mord, Totschlag und Vergewaltigungen Unrecht sind. Das Problem ist nun aber folgendes: Das ist zu wenig. Die Französische Revolution mit anschließender Menschenrechtserklärung war 1789. Das ganze 19. Jahrhundert gab es Aufklärung, Fortschritte, Menschenrechte, Abschaffung der Sklaverei. Und was hat es gebracht? Die Juristen der 1930er Jahre waren keine Barbaren, die davon noch nie etwas gehört hätten. Diese Dinge waren bekannt, besser bekannt als den heutigen Juristen. Ja, ich rede von den Menschenrechten. Da gab es schon etliche Erklärungen lange vor Hitler. Der Gedanke, dass Menschen das Recht auf Leben haben, war den Juristen bekannt, wirklich. Und was haben die Juristen gemacht? Wir alle wissen es. Brav mitgemacht beim Holocaust. Und was haben dann nach dem Krieg die Anklägerjuristen mit diesen deutschen Nazi-Juristen gemacht? Nichts. Die Nürnberger Juristenprozesse waren ein schlechter Witz. Man ließ die Verbrecherjuristen laufen und sogar weiterarbeiten. Und genau das Gleiche würde heute laufen. Die Juristen waren und sind die Huren der Fürsten oder eben des aktuell regierenden Regimes. Und wenn dieses Regime den Massenmord befiehlt, dann werden die Juristen auch heute brav mitmachen. Wir wissen es, weil es noch nie anders war. Jedes Land, immer. Jeder Völkermord. Die Juristen machen mit. Und deswegen benötigt der Staat eine neue Instanz. Eine, die sich nur dem Naturrecht widmet und in der Lage ist, alle anderen Gewalten des Staates notfalls im Kampf zu besiegen. Das heißt, eine eigene Naturrechtspolizei, die stark genug ist, Armee und reguläre Polizei des Landes zu besiegen und welche selbstverständlich völlig unabhängig von den anderen Gewalten agieren kann. Eine andere Variante wäre, den Menschen einfach ihre Freiheit zu lassen und den ganzen Staatsgewaltsblödsinn abzulegen. Aber wir leben in einer Welt, in der diese Option nicht verfügbar ist. So wie die Mafia und die Kirchen ist auch der Staat einfach nicht wegzukriegen. Und sind wir doch ehrlich, eine zusätzliche Institution, die dafür sorgt, dass die anderen Staatsgewalten das Naturrecht nicht missachten, das will auch niemand. Wir wissen also, was nötig wäre. Wir wissen auch, dass wir das nicht bekommen können. Und damit wissen wir, dass der gesamte Staatsapparat an Recht nicht interessiert ist.